Tja, 2020 war aufregend. Warum und wieso hier keine Videos mehr zu finden waren, sind oder produziert wurden, erfahrt ihr in diesem Video. Tja, Freunde, was soll ich sagen? 6 Monate ist nichts passiert, trotz Versprechen. Und ja, 6 Monate ohne Videos nach einer großen Ankündigung ist natürlich erstmal, wie soll ich sagen, ist ein Fail. Aber das hat einen triftigen Grund. Und zwar bin ich vor 3 Jahren Vater geworden. Und die Zeit wurde jetzt durch Corona und Co. nicht gerade einfacher. Ich genieße die Zeit mit meiner Tochter und Frau eigentlich ziemlich gerne. Und ich möchte auch in Zukunft natürlich mehr Zeit damit verbringen. Ich möchte schauen und sehen und fühlen, wie meine Tochter aufwächst. Aber im gleichen Atemzug mit dieser Geburt habe ich auch vor 3 Jahren mit meinem ehemaligen Chef und Partner und auch Freund Thorsten eine Firma gegründet. Unger und Fiedler ist als Art Outsourcing Studio und auch fürs Kreieren von neuer IPs gegründet worden. Und ja, was soll ich sagen, das lief die letzten Monate ziemlich gut. Wir sind stark gewachsen, die Mitarbeiter sind hoffentlich zufrieden und die Projektauslastung war jetzt vielleicht durch Corona oder auch einfach, weil wir so langsam Fuß fassen, ziemlich hoch. Und ja, das hat mir ziemlich viel abverlangt die letzten Wochen und Monate. Ich war stark involviert in viele alte, neue Projekte und halt auch Bestandsprojekte, die eine ganz besondere Art von Aufmerksamkeit benötigen. Jeder weiß das vielleicht, wenn er mal ein Kinderbuch oder so angefangen hat, wie viel Arbeit das ist, so eine Welt zu kreieren. Und wir haben halt den Anspruch, was richtig, richtig Großes zu bauen. Und da sind wir ziemlich weit gekommen. Die Resonanz ist gut. Und ja, das war wichtig. Personalverwaltung oder Personalverantwortung ist halt mitunter das Wichtigste für mich in der Firma. Ich möchte halt sicherstellen, dass halt auch die Leute, die bei mir arbeiten, erstens zufrieden sind und zweitens einen sicheren Arbeitsplatz haben. Und deswegen mussten einfach Hobbys wie YouTube ein bisschen hinten anstehen. Aber das hat sich alles so ein bisschen eingepegelt und ich hoffe, dass ich ab jetzt etwas mehr in Richtung YouTube investieren kann. Und meine Zukunftspläne für diesen Kanal sind auch hoffentlich erfreulich. Der Fokus lag immer sehr, sehr stark auf Freelancing und das soll sich ein bisschen ändern. Mein Kanal heißt ja nicht How to Freelance, sondern Jens Fiedler und es soll ein bisschen mehr um mich gehen, meine Meinung, meine Erfahrungen und alles, was mich interessiert. Und das betrifft nicht immer nur Kunst oder Freelancing oder Concept Art, Illustrations, sondern auch mal ein Spiel, ein Unboxing, Gadgets, eine Reise, ein Vlog. Es kann einfach theoretisch alles sein. Und ich möchte einfach Content produzieren, bei dem ich Spaß habe und der hoffentlich auch für euch unterhaltsam und informativ ist. Es sollte aber nicht immer so ein dröges Lehrvideo sein. Wie viel verdient ein Freelancer? Was muss ich beachten, wenn ich einen Lebenslauf schreibe und so ein Kram? Sondern es soll einfach primär ein unterhaltsamer Channel sein, bei dem ihr auch was lernen könnt, aber nicht müsst. Und ich hoffe, dieses Konzept kommt relativ gut bei euch an. Ich würde mich über einen Meinungsaustausch mit euch sehr, sehr freuen. Also lasst gerne einen Kommentar da. Und ansonsten, wenn ihr noch nicht abonniert habt, smasht doch mal den Abo-Button. Bis dann.